Was ich unbedingt erzählen wollte, ist, ich habe zu Weihnachten Immortals Phoenix Rising geschenkt bekommen. Und ich muss sagen, ich war übelst gegen dieses Spiel. Ich habe so Previews gesehen und dachte so, ey, das ist so mies geklaut von Breath of the Wild. Das sehe ich gar nicht ein, es zu spielen, so auf die Art. Und dann hat es mir halt meine Mutter geschenkt. Und dann habe ich es gespielt. Richtig skeptisch. Und ich muss sagen, es ist mega cool. Also, ich hatte übelst meinen Spaß damit. Mein Problem jetzt momentan mit dem Spiel ist, dass ich einen Game-Breaking-Bug erlebe. Also, ich kann nicht voranschreiten seit über einem Monat jetzt mit der Story. Und das fuckt natürlich übelst ab. Aber das ist wohl schon in den bekannten Problemen des Spiels und wird wohl bearbeitet. Aber trotzdem, das hat, also wenn man halt so voll in dem Spiel drin ist, man kann einfach nicht weiterspielen, das ist halt übelst nervig, sowas. Aber ganz allgemein kann ich halt echt, also wie gesagt, ich war einer der übelsten Skeptiker. Und ich dachte so, nee, ey, ich spiele dieses Spiel nicht, es ist so dreist geklaut, wie gesagt. Weil es einfach in diesen Previews, die es vorher gab, so wirklich übelst dreist geklaut aussah. Aber es ist echt. Es hat seine Ubisoft-Probleme, also die Ubisoft-Formel. Dass es einfach zu viel gibt, was man machen kann. Und eben nicht wie bei Breath of the Wild dieses Feeling, okay, ich entdecke einfach Dinge und die kommen auf mich zu. Sondern halt wirklich eher dieses. Es wird. Ich meine, man muss sich umschauen, um Dinge zu sehen. Aber es ist trotzdem so, das wird dir ja dann auf der Karte immer direkt markiert, sobald du es entdeckt hast. Und dann kannst du danach das alles nach und nach abarbeiten. Aber an sich ist es nicht so überladen. Und es hat halt vom Gameplay macht es einfach mega viel Spaß. Also das Kampfsystem. Es ist so wie so ein God, die alten God of Wars gemischt mit Breath of the Wild, würde ich sagen. Und Assassin's Creed ist auch dabei. Also, aber richtig, richtig cool, Mann. Also wirklich, ich bin positiv überrascht. Wenn man sowas mag, natürlich. Dann Empfehlung. Shenmue dagegen ist keine Empfehlung. Ach genau, ich war ja auch am Samstag bei Lass die Tiere leben, so heißt dieser Lebenshof. Und da gibt es immer verschiedene Arbeitsgruppen, die da aushelfen können. Und sobald man die Arbeit geschafft hat, dann darf man mit den Tieren kuscheln. Das gab es leider weniger, aber dafür haben wir einen Schafstall ausgemistet, was übelst die Arbeit war. Ich glaube, 10 oder 9 Leute waren wir, 9 oder 10 Leute. Aber es war echt cool. Also, wer Lass die Tiere leben noch nicht kennt, könnt ihr ja mal googeln. Aber ja, so viel dazu, weil ich habe natürlich auch nicht so viel Material gemacht. Ich habe noch am Freitag gesagt, ja, okay, da können Sie ein bisschen Videos machen. Aber nur so viel gearbeitet, scheiße kalt und nicht so viele Videos leider.